Servus, liebe Souls-like-Freunde. Es gibt unglaubliche Neuigkeiten bezüglich zweier heiß erwarteter Souls-like-Games. Das heute stattgefundene Xbox Showcase hat nämlich jede Menge Neuigkeiten ans Tageslicht gebracht. Neben unzähligen interessanten Games gab es als Highlight aber richtig coole News bezüglich Flintlock, The Siege of Dawn und dem schon fast in Vergessenheit geratenen Souls-like-Game Wuchang Fallen Feathers. Freunde, diese Neuigkeiten sind so gut, dass ich immer noch voller Euphorie bin. Vielleicht merkt ihr es auch. Bleibt also unbedingt dran. Alle Details gibt's jetzt in diesem Video. Los geht's! Das neue Souls-like von A44 Games, welches mit dem Souls-like Ashen für eines der besten Souls-like Games aller Zeiten verantwortlich ist, hat heute sein Veröffentlichungsdatum preisgegeben. Die Rede ist natürlich von dem mit Spannung erwarteten Flintlock The Siege of Dawn. Dass Flintlock noch in diesem Jahr erscheinen wird, war ja klar, Freunde. Doch als ich das Release-Date heute gesehen habe, bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Nämlich kommt Flintlock bereits nächsten Monat in den Release. Genauer gesagt ist es der 18. Juli, an dem wir Flintlock The Siege of Dawn dann endlich zocken können. Zudem kommt Flintlock The Siege of Dawn ab Day 1 in den Game Pass rein. Absolut Wahnsinn, Freunde. Und natürlich wurde der Release mittels eines richtig coolen Trailers vorgestellt, den ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten möchte. Drum zeige ich euch jetzt auch den Release-Date-Trailer zu Flintlock und danach springen wir zu dem wohl besten Souls-like Game 2025, nämlich Wuchang Fallen Feathers. Your kind meddled where you shouldn't. As long as Wu is free, your world is in mortal peril. And how is it that you know all of this? Because I am a god too. If you're a god, you're one of them. Why would I do anything to help someone I've sworn to kill? If it's vengeance you want, I'll give it to you. Ja, Freunde, ich bin noch völlig aus dem Häuschen und freue mich riesig auf Flintlock. Somit wird dieser Sommer mit Shadow of the Erdtree, Flintlock, Bleak Fate Forsaken und Black Myth Wukong der wohl souls-likeigste Sommer aller Zeiten. Leute, ich brauche unbedingt mehr Urlaub, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze machen soll. Doch, Freunde, auch wenn der baldige Release von Flintlock meine Laune extrem nach oben geschraubt hat, hat die nächste Info meine Laune in unendliche Sphären geschleudert. Nämlich gab es beim Xbox Showcase auch einen neuen Trailer zu einem der wohl am meist erwarteten Souls-like Games der letzten Jahre, nämlich Wuchang Fallen Feathers. Vor gut 3 Jahren gab es zu diesem richtig gut aussehenden Astia Souls-like schon einmal das erste Gameplay zu sehen, danach aber war völlige Ruhe und Stille eingekehrt. Bis jetzt, Freunde, seit 2021 wartete ich auf eine solche Info und nun ist sie endlich da. Nämlich soll Wuchang Fallen Feathers im nächsten Jahr, also 2025, erscheinen. Das ist zwar jetzt noch eine ganze Weile hin, doch angesichts der grandiosen Souls-likes, die es dieses Jahr noch gibt, bin ich da überhaupt nicht böse drum. Ganz im Gegenteil, somit haben wir schon mal mindestens ein hochkarätiges Souls-like, welches nächstes Jahr erscheinen wird.
Und damit ihr jetzt aber auch so richtig heiß auf dieses Game werdet, möchte ich euch nun natürlich auch diesen Trailer nicht vorenthalten. Schaut euch dieses wunderschöne Souls-like an, Freunde, und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, wünsche euch einen schönen Abend und genießt diesen tollen Trailer. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. You never know you are a monster until someone comes to slay you. The first signs are really subtle, but over time, it becomes clear. The gift changes you, slowly consuming every little part of your humanity. I should know. It runs in my blood.